So, was soll ich sagen? Herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder da, in bester Sommerlaune. Und nachdem ich im letzten Vlog gesagt habe, dass ich keinen Urlaub mache, dann 2 Tage im Urlaub war, fahren wir jetzt für 3 Tage weg. Und das nicht alleine, sondern mit dem ganzen Team. Das ist nicht das ganze Team, das ist nur Philipp. Der macht alles für Max, was ihr nicht mitbekommt. Da ist Max, da ist Anceline, die macht auch Sachen, die ihr nicht mitbekommt. Und ganz viele andere. Insgesamt sind wir 15 Leute, wir fahren nach Belgien und machen uns eine gute Zeit. Sind wir da? Wunderbar. Ja. 60 Kilometer gefahren von Köln. Im Prinzip sind wir noch in Deutschland. Wir sind nur einmal ganz kurz über die Grenze, um jetzt bei diesem Prachtexemplar von Haus anzukommen. Gut, Stanks. Es sieht krank aus. Alter. Niklas Ulls Traum. Alter. Digga. Da werden wir uns gleich mal die ein oder andere Roomtour geben. So, alle Zimmer sind bezogen. Roomtour morgen. Jetzt schön das Volleyball- oder Fußball-Tennisfeld aufbauen. Hier ist Spikeball. Habe ich, glaube ich, schon mal neulich im Blog gesagt. Habe ich in meinem Leben noch nie gespielt, aber heute wird es dazu kommen. Ja, Alter, das ist das Leben hier in Belgien. Leffe frisch gezapft aus der Philips-Zapfanlage. Der Maxi baut das Feld auf und ich schaue einfach nur dabei zu. Besser geht's nicht. Und jetzt werde ich helfen. So, ah, besser schlecht als recht, ne? Schön gemähter Rasen. Ha! Pa! Einmal darf auftitschen, ja. Oder? Ja. Mach das rüber. Ja, richtig. Schön, schön. Richtig. Meiner. Sag doch meiner. Sorry. War schon zu weit. Jetzt rüber ruhig. Ja. Ja, es war wie immer sehr einfach, aber hat trotzdem Spaß gemacht. So wie der Mathe-Test in der 7. Klasse. Schönes Spiel. Schönes Spiel. Schönes Spiel, Zammel. Digga, guckt euch diesen Vogel an. Er kreist die ganze Zeit Runden über uns. Er wird gleich uns verspeisen. Jan ist ready für die Speisung. Ja. Da ist der König. Der König des Ganzen. Die Vermieterin hat sich schon gemeldet, hat gesagt, Ostbelgien dreht am Rad. Der beste Koch Deutschlands ist da. Ja, und der beste Allesmacher der Welt auch. Das freut mich natürlich. Wir laufen zu Fuß zum Restaurant und dann gibt's was Leckeres und eine gute Zeit. Jetzt sieht man das mal so richtig, ne? Also wir haben allen gesagt, dass sie Begleitung mitnehmen dürfen, wenn sie wollen. Das ist jetzt schon eine echte Bande. Mhm. Vor einem Jahr oder so waren wir erst alleine, haben wir erst alleine unser erstes Büro bezogen. Jo. Dann mit den ersten Cuttern. Macht schon stolz, ne? Mhm. Jetzt mit allen in Belgien. Bro, cooler OP, Moment. Wie OP aber Sommer auch ist. Ja. Weil sonst wäre das so übelst der Arsch der Welt. Und an so einem schönen Sommertag, best. Digga, was für eine Idylle. Ihr landet gleich bei mir auf dem Teller. Digga, es ist die absolute Krönung hier. Wir sind mit 15 Leuten und irgendwo ist ein vorbestelltes Menü verloren gegangen. Also hier ist die... Guckt euch das an. Die sind am Organisieren, was das Zeug hält. Wir haben es irgendwo verkackt. Und es ist die völlige Verwirrung, wer jetzt den Löffel für die Suppe bekommt und wer nicht. Der Gruß vom Hause. Liebe Grüße zurück. Ich werde es nun verspeisen. Rinder Carpaccio mit Trüffel und Kartoffeln, eine Spargelsuppe und ein Eierschlag. Max, an euch geht das auch. Ich habe mir immer gewünscht, sowas zu haben wie hier. Und jetzt habe ich es. Aber ich finde, man schätzt das, wenn man es hat, nicht so krass wert. Also wenn man... Der redet über seinen Rolex. Nee. Wenn man irgendwie ein cooles Auto fahren will und dann hat man das Auto, das war bei mir bei dem Golf so, dann fährt man den und dann weiß man das irgendwann nicht mehr so krass wertzuschätzen. Man geht morgens zur Arbeit. Aber das, was wir haben, das ist... Also ich kann wirklich... Auf alle aus der Halle. Ja, auf alle. Prost. Alle aus der Halle. Ey, ich sag's euch. Ist die krasseste Restaurant-Experience, die ich seit langem hatte. Das war zuerst, wir sind gestartet mit einem Krimi-Dinner, haben probiert, das fehlende Menü zu finden. Und jetzt mittlerweile sind wir im Quatsch, Comedy-Quatsch-Club angekommen. Besser geht's kaum. Was für ein Traum. Und wieder
alle mit unterschiedlichem Essen. Was für ein Segen. Der 17-Jährige genießt, lecker, lecker. Leo guckt, oh, was kann ich schneiden, schnell was schneiden. Ja, das schneide ich jetzt noch schnell. Und der Brümmi macht auch Sachen. Wir sind auf der Kirmes, wir haben gerade schön gegessen, ganzen Tag Volleyball gespielt. Und jetzt ist hier Ferienanfang oder so. Jetzt gibt es hier tolle Spielchen. Ja, Kirmes halt. Luftgewehr ballern, irgendwelche kompletten Scam-Games, irgendwelche Süßigkeiten und da vorne sogar Fahrgeschäfte. Breakdancer, UFO-Jet, diverse andere tolle Feinheiten. Guck mal. Jiggy. Oh. 6 Stunden Volleyball, oberkörperfrei. Besser is it. NBA? Wir machen NBA. Ich gehe Lakers. Ich gehe Lakers. Beste Leben. Lässt beben. Beste Leben. Miau. Hallo. Ich frage mich, ob das auch so leicht scammy ist, dass der Korb dann so ein Stück kleiner ist oder so. Aber es sieht voll easy aus. Was steht da? Tente de battre le record du meilleur joué et remporté un super bonus. Digga, ich bin stuck. Stuck auf der 5. Ja, ich denke, wenn ich einen Laser fand. Das ist so boys. Ach komm, er kennt uns. Boah. Laserpoint. Digga, Laserpoint. 1000 Meter. Oh, come on. Nice. Awesome. Thank you so much. Digga, guckt euch das mal an hier. Das ist unglaublich. Wir haben einen Stift auf der einen Seite und einen Laserpointer auf der anderen. Wow, what the fuck? Echte Pokémon-Karte. Ja. Raichu? Da ist doch schon mal gar nicht scheiße, oder? Lali, kennt ihr alle nicht, warum ist die switched? Wow. Holo? Hammer. Holo. Nee, wie sagt man, Reverse Holo? Nee, ist wirklich Holo, oder? Holo Regenerative Energy. Weißt du, was wir noch bekommen? Was denn? Ich wollte es nicht vorenthalten. Oh. Kugelschreiber. Alter. Das ist für dich. Wo sind die Flugzeuge? Ich will das nicht. Sage es, das beste Spiel auf der ganzen Kirmes. Dosen werfen. Und ganz wichtig, mit Technik und nicht mit Kraft, ne? Genau. Wow. Merci beaucoup, Monsieur. Merci beaucoup. Ah, abo. Und? Das könnte deins sein. Warum? Du willst du nicht fahren? Oh, geil. Ja, das ist die absolute Psychose. Ey, guck mal hier. Digga, einfach Olpen-Kirmes. Okay. Ach du Scheiße, Digga. Hey. Oh, Digga. Yeah.